Hallo und herzlich willkommen, oh mein Gott, Mario Odyssey, im Himmel über dem Pilzpalast. Jo, ich kann das Spiel auch endlich spielen. Ja, komm, angefangen schon voll Action. Und oh mein Gott, Peach ist schon entführt. Die nehmen sich nicht mal mehr die Zeit, überhaupt zu zeigen, wie Peach entführt wird. Weil Peach ja sowieso. Na, ja, egal. Ja, Peach. Ja, Mario ist tot. Kann man nichts mehr machen. Umsehen. Ich spiele mit einem anderen Controller. Danke. Huch. Ja. Das ist voll. Das ist voll cool. Es ist. Okay. Fand ich gerade nice. Dass es am Anfang so 2D-mäßig aussah. Huch. Okay. Erstmal dran gewöhnen, aber. Ich bin so froh, endlich mal wieder ein. Ein tolles Mario 3D-Spiel. Nicht so diese komischen 3D-Mario-Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Nicht in letzter Zeit, die davor so rausgekommen sind. Weil die waren ja. Ich weiß nicht. Eher 2D Mario. So wie 2D Mario. Ey, wo rennst du hin, ey? Der will unsere Kapuze klauen. Obwohl, die ist ja schon kaputt. Die Frösche haben einen Hut. Okay. Hallo. Oh. Und jetzt? Ich finde es cool. Okay. Ich will. Oh, ich bin so. Hoppala. Ich bin so froh, dass ich endlich ein Spiel spielen kann. Ja, wer bist du? Kann ich mit dir reden? Weil ich hab das Spiel. Eigentlich wollte ich schon gestern eine Folge rausbringen, aber da war das Spiel noch nicht da. Ja, ich weiß, total schlimm. Ich krieg das Spiel gerade mal einen Tag nach Release. Oh, Weltuntergang. Heul nicht. Ja, gut, okay. Hey. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ihr gesehen, was vorhin passiert ist? Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben. Blauder! Warum geben die nicht mal den Namen, ey? Aber egal. Ungeheuer. Ungeheuer. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Angegriffen. Dass der so übel mitgespielt hat. Er weiß den Namen nicht auch. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Oh. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir, was auch immer, und Peach aus der Klemme helfen können. Easy peasy. Oh nein.
Nichts für deinen Stil. Ey, du könntest den Zylinder rot machen, dann wäre es voll nice. Wie wär's hiermit? Cappy ist jetzt dein Begleiter. Warum auch Mario? Warum auch immer Mario jetzt gerade eben die Kappe wegwerfen wollte. Woo! Okay. So, damit haben wir... Aha. Damit haben wir so das... Gimmick von dem Spiel. Die Kapuze. So, ich weiß noch nicht sehr viel von dem Spiel. Ich habe nur ein paar Trailer gesehen. Und ich glaube ein Level. Also beim... Da gab es ja dieses... Ah, ich weiß nicht mehr... Nintendo World Championship, genau. Ich hoffe, bei meinem Freund da oben auf dem Turm ist alles in Ordnung. Oh, keine Sorge. Wir werden die Drecksäcke da schon weghauen. So, das Schöne an dem Spiel ist auch, es ist so ein typisches 3D Mario. Woo! Wo es überall Secrets gibt und so. Auf jeden Fall hat jemand anders, ein Kumpel von mir, mir schon gesagt, dass es ziemlich geil ist. Und dass es voll nostalgisch für ihn ist. Hat mir aber noch nicht mehr erzählt. So, das finden wir jetzt selbst heraus. Ich will jetzt schon ein bisschen erkunden. Einfach mal ein bisschen bewegen. Nice. Ein bisschen mich bewegen, um mich an die Stollen zu gewöhnen. Weil das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt in 3D Mario Spielen. Oh, jetzt sind wir schwarz. Ha! Mario ist schwarz! Hoppala. Können wir das nicht kaputt machen? Das andere ist doch kaputt. Egal. Ja, das ist immer das Verrückte an so 3D Mario Spielen, wie krass der Skillunterschied von Leuten sein kann. Also wenn man so einen Speedrun anschaut. Von irgendwelchen 3D-Mario-Spielen, das ist schon heftig. Oh. Münzenwurf. Ach, Mützen! Ich Vollidiot. Auf jeden Fall kann man hier eine Menge Münzen einsammeln. Ich frage mich, ob die irgendwas Bestimmtes bringen oder ob die wie immer einfach nur einfach da sind. Wäre natürlich möglich. So. Auf jeden Fall kann man hier eine Menge Münzen bekommen. Wir sind reich. Und wenn die nicht viel bringen, dann wäre das ziemlich traurig. Weil ich fand es schon immer ein bisschen doof, dass Münzen einfach fast nichts gebracht haben. Und vor allem, da wir hier so viele davon finden können, müssen die doch irgendwie noch einen wichtigeren Teil, na, wichtige Aufgabe haben. Oh nein, mein Luftschiff! Ja, keine Sorge. Wir helfen dir schon. Oh. Handstandsalto. Sorry, wir haben eigentlich die typischen Marius Jumps. Das ist eher so Super Mario 64 Moveset. Finde ich ganz gut. Aber das ist eigentlich nicht schlecht. Wuhu. Ei. Oh, hey du, was hat, hallo? Die Handlanger des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherdrehen und zusehen. Keine Sorge. Oh! Oh. Huh. Okay. Da unten, da waren wir noch nicht, was ist das denn? Und da, ein Spiel mit Musik! Ja, ja. Ja, nicht so wie Breath of the Wild, wo die Musik einfach fehlt, traurig. Oh, okay. Das hier wird wahrscheinlich irgendwie Overworld sein und so, so ein Hub. Ich denke mal, wir werden hier wieder zurückkommen. Meine Nase juckt. Oh? Yeah! Alles klar. So, ja gut, dann gehen wir halt mal dahin, wo wir hin müssen. Ich will nicht niesen. Aber... So, jetzt habe ich genießt. Mützenstoppwurf. Ah, ja gut. Habe ich schon so rausgefunden. Wenn man drauf bleibt, dann bleibt es hängen. Bleibt die Mütze da.
Und dann kann man auch drauf hüpfen. Ich habe schon ein paar Trailer gesehen, ja. Die haben das schon gut genug gezeigt, ja. Oh. Okay. Jetzt aber. Jetzt holen wir unser Luftschiff zurück. Oder unser Leuchtturm. Oder schütte... Ja, warum... Gibt es denn hier auch irgendwie eine andere Möglichkeit? Man kann doch auch irgendwie so rollen, oder nicht? Egal. Oh nein, was soll ich da tun? Pow! Easy peasy. Als würden sie dich kennen und nicht mögen. Ja, ja. Mario ist bekannt als der Goomba Slayer. Er vernichtet einfach all die Goombas. Voll der Mörder. So, hier, natürlich, es gehört natürlich auch dazu. Alles. Huch. Oh, okay, wirf mal gegen die Tür, alles klar. Easy. Im Inneren des Hutturms. Alles klar. Oh, haha, Secret. Hoppa, ey. Secret. Okay, schade. Oh, Mann, komm schon. Toll. Das habe ich verkackt. Ich wette, da wären mehr Münzen rausgekommen, aber nein. Heia! Kombo! Genau so. Sehr schön. So. Ja, wir haben schon 196 Münzen. Wie viele Münzen gibt's hier eigentlich? Oh Mann. Oh, okay. Ja. Die Teile sinken. Irgendwie. Okay, die zeigen wahrscheinlich nur kurz, was sie machen. Das sieht so hoch aus. Wirf mich doch mal auf den Frosch. Alles klar. Na, es ist jetzt unter Wasser, ja? Es ist ja tot. Was? Es gibt irgendwelche Luigi's Menschen-Flashbacks hier gerade. Oh shit. Oh nein! Du hast einen Frosch gekapert! Tja, unser Ziel ist es nicht mehr Peach zu retten. Wir werden jetzt ziemlich geile Froschsachen machen. Kommt her. Wir gehen in mein Versteck. Nein, die wollen nicht. Schade. Yo! Oh, als Frosch kann man bestimmt auch im Wasser. Nice. Woo! Sehr nice. Selbst aus dem Wasser raus. Oh nein. Easy peasy. Ach so, wir müssen nur drauf? Okay. Als Frosch müssen wir uns nicht mal Gedanken machen über so kleine Goombas. Weil die richtig wegknallen gleich. Wegfetzen. So, das hier sind also so gesehen die Power-Ups in dem Spiel. Die Lebewesen, oder was weiß ich was, in die wir uns verwandeln können. Ja, sehr nice. Ja, das ist so ein bisschen wie die Sprungfeder aus Galaxy. Nur, sie kontrolliert sich gut. Yay! Also die Sprungfeder aus Galaxy nicht schlecht. Wow. Da 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 da. Bow! Bow! So, wir kriegen die ganze Zeit Herzen, aber wovon sollten wir den Schaden bekommen? Selbst die kleinen Gummas, die können uns nichts tun. Hier müssen wir uns zurückverwandeln. Erstmal schauen, ob es hier noch ein Secret gibt. Nope, anscheinend nicht. Na gut. Ach, der Frosch bleibt da auch. Das ist cool. Yo, Bossfight in der Nähe, oder was? So, wir können... Ah, der verschwindet dann kurz... Ah, man kann kurzzeitig also... Okay, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein und schauen, was jetzt auf uns zukommt. Denn wir haben jetzt nicht umsonst extra Herzen bekommen. Oh. Oder doch, weil hier ist ein... Ding. Mal schauen, komm schon. Ah, verdammt. Ich wollte... Egal. So. Hey, was ist denn? Ob wir... uns lieber irgendwo verstecken sollten? Vielleicht sollten wir uns aus dem Staub machen. Na, keine Sorge, ich bin da.
Ich hoffe, meine Freundin, der unten auf dem Platz ist, wohl auf. Oh. Da oben wird es sowas. Das kann man nicht kaputt machen. Pass bitte auf! Und da, die langohrigen Handlanger sind immer noch oben. Keine Sorge, wir sind hier. Wir sind hier, um den Tag zu retten. Wir können hier die Lichter anmachen. Machen wir mal. Vielleicht gibt's hier ein Secret! Pow! Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich mache das nicht umsonst. Pow! Und? Ey. Pow! Hier oben noch. Und hier ist auch noch welche. Haben wir so langsam alle? Ich glaube, das bringt gar nichts. Ist ja traurig. Ich will aber! Oder gibt es da oben noch weitere Lampen? Ich glaube. Ah, da ist noch eine. Die holen wir uns auch noch. Ah, Mann! Das kann doch nicht sein. Irgendwie, das muss doch was bringen. Die sind doch nicht nur besonders. Wirklich nur wegen der Münze. Ist ja traurig. Ah, schlimm. Das war ein perfekter Ort für ein kleines Secret. Na gut, wir gehen einfach weiter. Vielleicht gibt es hier oben ja noch Lampen. So. Ding, 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 ding. Das Spiel ist voll mit Zeug. Was ist eigentlich der. Ach so. Ah, okay. Ganz normaler Kompass. Hey. What the fuck ist das? Ekelhaft. Was zur Hölle? Oh. What? Hey, der Chef hatte recht, dass er sagt, ganz schnurrbärtiges Teller würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Ihr seid nicht die Cooperlinge. Verpisst euch. Man nennt uns die... Brutals. Okay, unseres Zeichens Hochzeitplaner des glücklichen Paares. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Stirnfriede aus dem Weg räumen. Alles klar. Yo. So viele Hüte. Hiya. Easy peasy. Ein einfacher Boss. Weg von mir. Ich will doch nur die Münzen haben. So. Ich sammle gerade die ganze Zeit die Münzen auf, in der Hoffnung, dass sie auch noch irgendwann was bringen. Ah, okay. Die müssen wir einfach weghauen. Kein Problem. Hey du. Pow. Wie, das war's schon. Es geht gar nicht. Was? Nein, das ist unmöglich. Das waren nur zwei Hits. Es ergibt keinen Sinn. Wir haben zwei Hits gebraucht. Für einen Boss. Normal. Das ist ein Nintendo-Spiel. Wir brauchen doch drei. Super Mario Odyssey. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass er nur zwei Hits gebraucht hat. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Spiel sehr anders sein wird. Kaskadenland. Fossilfälle. Unser erster Powermond. Warum zur Hölle ist da eigentlich so ein Elektro-Dings an irgendeine komische random Dido-Ding-Insel? Was für ein Trip! Aber hey, wir haben es in einem Stück in Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisch vom Kapern der Stromleitung abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Alles klar. Huh. Yeah. Ich will die Folge noch nicht beenden, das ist die erste Folge. Die kann länger sein. Oh Mann. Sieht alles ziemlich nice aus, ja? Donuts! Das sind bestimmt keine Donuts, aber es sieht aus wie Donuts! Ich will die Donuts! Wow. Wasserfallbecken. Wasserfallbecken. Oh. Oh, was ist das? Oh,
Wolken. Okay. Warum auch nicht? Da wollen doch Gegner rauskommen. Auf jeden Fall ist ein Goomba drauf. So, hier, okay, die lila Münzen sind also die wichtigen, so wie es aussieht. Hallo? Heißt der Mützenzielwurf? Wirf deine Kopfbedeckung und schüttel den dann erneut. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Okay. Kann ich auch einfach drauf? Oder muss ich schütteln? Ah, ich muss schütteln. Ah, verdammt. Ja, ein bisschen nervig. Ja, egal. Weil ich den Controller direkt unter dem Tisch habe und ich nicht... Sonst müsste ich ein bisschen weiter weg und... Ach, egal, egal. Wir werden sehen. Wow. Nice. Was haben wir... Was ist da gerade rumgeflogen? Egal. Die spawnen nach, was soll das? Nicht mit mir. Secret. Ich hab Angst. So. Im Moment spiele ich noch ziemlich langsam. Aber egal. Solange wir nicht verrecken. Da ist einfach mal ein Hundi. Können wir ein Vogel sein? Vogel! Ah! Dann halt nicht. Okay, ich kann mir schon denken, was wir machen müssen. Wir sind überall so. Wow! Genau. Verdammt! Warte, drücke L in die Gegenrichtung und lass dann los. Ah! Ja! So. Okay, ich glaube, wir machen hier erstmal kurz alles kaputt. Und da kommt, glaube ich, Gegner raus. Kann das sein? Nein? Na gut. Ah. Das ist ein bisschen doof, hier alles kaputt zu machen. Also, wenn man hier alles kaputt machen will. Weil der dann immer wieder frei ist, ey. Wow, aber egal, ich mach trotzdem alles kaputt. Ich weiß, da müssen wir hin, ist mir egal. Alles kaputt. Wow, Randale. Für die Münzen. Ich hoffe, die Münzen bringen was. Das wäre das ganz schön, ja, nicht so toll. So. Okay, WG4 hat es nicht gebracht. Und hier kommen wir nicht mal hin damit. Wie sollen wir denn... es gibt... Ja. Wir müssen schauen. Machen wir erstmal normal weiter. Wir können hier bestimmt auch wieder irgendwann zurück. Oh, da ist ein Mond. Das ist, glaube ich, sind so gesehen die Sterne von dem Spiel hier. Yo! Ein Mond für dich! Yo! Oh, das war ein Mond oben links. Also gibt es wahrscheinlich... Ach, stimmt! Davon haben die im Trailer oder bei der E3 irgendwo geredet. Man kommt nicht einfach zurück, man kann einfach weiter sammeln. Multimond hoch über dem Wasserfall. Ekelhaft. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesen Monden können wir unsere Luftschiffe antreiben, ja? Hast du jemals sowas gesehen? Nein. Was müssen wir jetzt reindrücken, dass ich keine Ahnung habe, oder was? Hey, der Bildschirm wird nass. Nice. Sieht bestimmt auf dem Gamepad ziemlich cool aus dann. Und auf der Switch-Ding. Egal. So, ich glaube aber, man hat hier eh mehr zu tun, immer in einem Level. Darum ist es, glaube ich, keine doofe Idee, wenn ich hier mal kurz die Folge beende. Und wir das nächste Mal weitermachen. Und ja, falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und... ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.